Albert Oehl krempelte Anfang der 80er Jahre die westdeutsche Kunstszene gehörig um. Als er damals begann, sein malerisches Konzept zu entwickeln, hatte er vor allen Dingen ein Ziel vor Augen: der totgesagten Malerei ihre Vitalität und ihre Komplexität zurückzugeben. Mit den Mitteln der Ironie, der Provokation und des Ikonoklasmus stellte er das Medium Malerei immer wieder von neuem auf den Prüfstand, ironisierte es und befragte es radikal nach seiner Existenzberechtigung. Dabei ging es ihm aber nicht um eine Wiederkehr des Expressiven, wie den damals vorherrschenden neuen Bilden, der neuen Bildmalerei, sondern darum, die Malerei überhaupt wieder möglich zu machen. Er mutete ihr Inhalte zu, die sie eigentlich gar nicht verkraften konnte, wie sperrige Themen, Tabubrüche und politische Unkorrektheiten. Eigentlich kann man sagen, dass seine Malerei damals ein Frontalangriff gegen das deutsche Spießbürgertum war. In den 90er Jahren wurden seine Bilder zunehmend abstrakter. Er prägte damals für seine Malerei den Begriff postungegenständlich, womit er eine Aufhebung der Trennung der Begriffe Figurativ und Abstraktion für obsolet hielt und alle Experimente in seiner Kunst zuließ. So stehen neben gestisch abstrakten Bildern figurative Details. In den 90er Jahren begann er, seine Bilder am Computer zu generieren, und auch die zunehmende Bilderflut der Massenmedien und der Werbung reagierte er mit seinen sogenannten Klebebildern, das sind Collagen mit Bildern der Popkultur und der Werbeästhetik. Dies macht er aber nicht mit erhobenem Zeigefinger, sondern als Methode, die Malerei immer wieder zu aktualisieren. Ich kenne Albert Oehl seit den frühen 80er Jahren. Ich habe mit ihm Anfang der 2000er Jahre eine Ausstellung in einem kleinen, nicht kommerziellen Kunstraum in München gemacht, damals das allererste Mal seine Computerbilder gezeigt. Und ich muss sagen, ich bin unglaublich fasziniert, wie Albert Oehl es geschafft hat, vom rebellischen Punker, der in den 80er Jahren war, zu einem der etabliertesten Künstler seiner Generation sich zu entwickeln. Aber sein Anarchismus ist bis heute geblieben. Er ist im tiefsten seines Herzens, ist und bleibt er Anarchist. Es freut mich deswegen auch besonders, dass meine letzte Ausstellung in Albert Oehl stattfindet, der zweifellos einer der wichtigsten Maler der letzten Jahrzehnte ist und der den Malereidiskurs maßgeblich geprägt hat. Er hat ein enorm produktives Werk, von dem wir hier den größten Überblick zeigen, den es bisher überhaupt gab, von Bildern aus den 80er Jahren, von den berühmten Spiegelbildern, Beispiele von einer Serie mit Schaufensterpuppen von 1983, dann zwei Beispiele der Baumbilder, mit denen er seinen Weg zur Abstraktion gebahnt hat in den späten 80er Jahren, Beispiele der postungegenständlichen Bilder, wie Carola Klaus schon gesagt hat, dann Beispiele von Plakatbildern, von Klebebildern oder Interieurs, von den Fingermalereien. Also es ist ein unglaubliches Spektrum, das Oehl in den letzten Jahrzehnten da etabliert hat und wo er immer wieder von unterschiedlichen Seiten die Malerei befragt. Deswegen heißt er auch der Ausstellungstitel so programmatisch und gleichzeitig plakativ: Albert Oehl, Malerei. Ich denke, dass es nicht übertrieben ist zu sagen, dass insbesondere Albert Oehl die Basis dafür gelegt hat, für eine sehr grundlegende neue
Neuperspektivierung des Malereidiskurses der Postmoderne. Und er hat grundsätzlich, man sieht das ja auch daran, es ist ja immer ein gutes Zeichen, wenn junge Künstler an einem Werk Interesse haben. Und ich glaube, eine jüngere Generation der Maler der 90er und Nuller Jahre ist gar nicht vorstellbar ohne Figuren wie Albert Höhn. Aber er hat auch, glaube ich, maßgeblich die Basis dafür gelegt, dass wir heute an einen Punkt gekommen sind, wo es ganz uninteressant geworden ist, überhaupt noch über den Tod der Malerei zu sprechen. Man fragt sich geradezu, wenn man durch die Ausstellung geht, wie es überhaupt zu all diesen Verbotsschildern und Stoppschildern gekommen ist, mit der die Malerei in der Moderne konfrontiert wurde. Albert Höhn ist kein Künstler, wie jetzt einige Vertreter vielleicht der neuen Wilden in den 80er Jahren, der sich naiv dem Medium Malerei zugewendet hat. Ganz im Gegenteil, er konzentriert sich immer auf ganz konkrete Problemfälle. Er setzt die Malerei unter Druck, hat eine gewisse Aggressivität auch, fordert die Malerei immer wieder heraus. Es ist eine polemische Schärfe in fast allen seinen Bildern drin. Also wenn Beliebigkeit, dann nicht einfach eine angenehme Beliebigkeit, sondern eine Beliebigkeit oder eine Form der Beliebigkeit, die Beliebigkeit zum Problem erhebt. Oder schlechte Bilder, dass die Frage, es sind nicht einfach nur schlechte Bilder, sondern es sind Bilder, die ganz konkret Fragen stellen an, was ist unser Geschmack von gut und schlecht, hässlich und schön und so weiter. Also er arbeitet mit Übertreibungen, mit Überspitzungen, mit Überspannungen. Er zwingt die Malerei zu Fehlern, wenn man so will. Zum Teil so weit, dass sie scheitern auch. Also es gibt schon Bilder, oder er fordert die Betrachter, glaube ich, heraus, auch zu entscheiden oder einen Leseprozess in Gang zu setzen, wo man sich nicht sicher ist. Implodiert das Bild und ist eigentlich eine Ruine aus lauter Fragmenten, die am Ende scheitern, oder ist das eine ästhetische Stimmigkeit, die dabei auch entsteht? Also wenn Höhns Kunst expressionistisch genannt werden kann, dann nicht natürlich im Sinne von einem individuellen Ausdruck, den er auf die Leinwand bringt, sondern in dem Sinne von, dass visuelle Phänomene und Problemstellungen in die Extreme getrieben werden, dass sie sozusagen ausagiert werden. Wie gesagt, die Wiener Ausstellung ist die umfangreichste Präsentation von Höhns Werk bisher, aber es ist bewusst, und das war von Anfang an mit Albert Höhn, haben wir das klargestellt, dass es keine didaktische Retrospektive sein soll, wo jetzt eine Werkgruppe schön nach der anderen kommt und man kann entlang von den biografischen Faden seine Entwicklung nachverfolgen, sondern dass diese Konfliktträchtigkeit die Grundidee der Ausstellung sein soll. Dass Werkgruppen aufeinander bezogen werden, dass sie sich gegenseitig suggestiv aufladen, dass sie bestimmte Aspekte gegenseitig aus sich herausholen, gewissermaßen. Ich sage Ihnen zwei Beispiele. Auf der Ebene 3 sind graue Bilder aus den späten 90er Jahren und Plakatbilder aufeinander bezogen. Die grauen Bilder sind sozusagen Malerei. Also die Farbe ist rausgezogen, reduziert sich, sind zumeist abstrakte Bilder, wo man Verschleierungen sieht, wo man sozusagen zurückgeworfen ist auf ganz grundlegende formale Problemstellungen der Malerei und gegenübergestellt werden sie Plakatbilder, die am Computer entstanden sind, die offensivsten visuellen Möglichkeiten bieten, die man heute zur Verfügung hat, mit Slogans, mit plakativsten Bildmitteln. Und gegenseitig geben sie sich und nehmen sie sich natürlich was, aber sie geben sich eben auch, sagen, dass die Plakatbilder, also die Suche nach einem dahinter durch die Plakatbilder in den grauen Bildern in Gang gesetzt wird, und auf der anderen Seite sieht man in dem Gegenüber mit den grauen Bildern insbesondere auch, wie sorgsam komponiert, gewissermaßen wie malerisch komponiert eigentlich
die Plakatbilder auch sind. Ein zweites Beispiel ist die Konfrontation von, sage ich jetzt mal, dadaistischen Elementen und Stilmitteln und expressiven Stilmitteln. Das ist ja in der Geschichte der Moderne, sind das ja zwei Gegensatzpaare. Also Duchamp's Ready-Made ist, wenn man so will, der Moment, wo Duchamp die Malerei verlässt zugunsten einer, sage ich jetzt mal, einer konzeptuellen Kunst, die sich nicht auf visuelle Anschauung stützt. Und diese Linie, diese Trennung, die bestimmt ja immer wieder den ganzen Diskurs über die Jahrzehnte hinweg, das ganze 20. Jahrhundert hindurch. Uhlen greift dieses Thema immer wieder auf. Schon ganz früh zum Beispiel in einem Bild von 1983, das unten auch ist, wo dann die Chance Ready-Made, das Fahrrad, das erste mit dem auf dem Barhocker, dann ins Bild kommt. Dann in frühen Collagen, auch in den 80er Jahren, wo Malerei und Collage-Technik zusammengeführt werden, bis hin dann hier, Sie sehen es vor sich, dann in den allerjüngsten Bildern, wo das dann zum großen Thema gemacht wird, gleich hier das Bild, wenn Sie nachher haben können, wo dann unten der große Schriftzug da ist und drüber dann die aktionistische Fingermalerei. Und Uhlen hat, glaube ich, einen Gegenentwurf zu einer, sage ich mal, dominanten Auffassung von Malerei etabliert. Und also die dominante Lesart von Malerei in der Moderne ist ja, dass sich die Malerei möglichst absondern soll von alltäglicher Realität. Also sie findet ihren Wahrheitsanspruch, wenn man so will, in der Absonderung, in dem Ausschließen von allen realen Einsprengseln, sage ich mal, von der kapitalistischen Lebenswelt. Also Mark Roscoe ist ein Beispiel, wo man dann nur noch im kontemplativen Blick sozusagen vor der Malerei ist. Dort ist der Moment, wo sich die Malerei noch, wo sich die Malerei zurückgezogen hat. Albert Uhlen, ganz im Gegensatz dazu, integriert all diese popkulturellen Computerästhetiken, neuen Technologien und bringt sozusagen den Feind ins Bild, wenn man so will, und lässt das Bild zu einem Austragungsort werden, wo all diese Diskurse und visuellen Sprachen miteinander konfrontiert werden. Lassen Sie mir noch ein Wort zum Katalog sagen, den hat Heimo Zobernick gestaltet, ist ein Künstlerbuch geworden und ist, auch wenn Heimo Zobernick sehr, sehr betont, dass es jetzt keine direkte Interpretation vom Werk von Albert Uhlen ist, habe ich schon den Eindruck, es ist sowas wie ein Parallelunternehmen, dass man die Malerei unter Druck setzt und auf einer grafischen Ebene unter Druck setzt und alle möglichen Fehler und Konfrontationen und Fehler auch in Druckabläufen und in wie die Betitelungen sind und so weiter, wie man da die Malerei von Albert Uhlen immer wieder herausfordert. Und sie besteht, glaube ich, ganz gut diesen Katalog, diesen Stresstests.